Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge meines Let's Plays vom Spiel Minecraft. In der letzten Folge haben wir uns ja hier nach unten gegraben, von da oben bis hierher. Hier habe ich so eine kleine Zwischenstation gebaut und ja, wollte mir jetzt eigentlich weiter nach unten graben. Auf der Suche nach Eisen und anderen Schätzen. Was wird alles gebraucht? Hoffentlich geht eine Höhle hier. Höhlen findet man wesentlich mehr, oder ist die Chance wesentlich größer, dass man was findet als beim Script Mining. Da, nochmal eine Treppe, dass wir auch wieder raufkommen. So, eine Fackel. Da fackeln wir nicht lang. In der letzten Folge habe ich in dieser Gegend Zombies gehört. Wie sie machen. So. Machen wir das weg und das weg. Ich habe das Spiel mittlerweile auch geupgradet. Und zwar auf die Version, ups, F3 war es, genau, 1.8.4. Und das Ganze ohne Optifine. Weil bei Optifine, ich weiß nicht, hat es also ein bisschen rumgesponnen, das Spiel. So, eine Fackel wäre nicht schlecht, nicht dass irgendwie noch Zombies spawnen. Da wäre zwar ein bisschen Abwechslung, aber da sind wir auf Höhe. Sind wir. Ah, 25. Oh, sollte man nicht machen, was ich gerade gemacht habe. Einfach mal den Block, wo man draufsteht, wegmachen. Ups, habe ich einen zu viel weggemacht. Ja, was ist jetzt? Treppe. Oh, was ist denn für Treppe? Ja, genau, stimmt schon. So und so. Können wir raufgehen. Man sieht, oben wird's Tag. Ich glaube, wir werden gleich mal raufgehen und die Schafe nochmal füttern. Dass demnächst irgendwann mal da eine kleine Herde entsteht, dass wir da auch, ja, genügend Fleisch bekommen, sag ich mal so. Ich glaube nicht, dass Minecraft für Vegetarier gemacht wurde. Außer Brot, okay. Brot, Kartoffeln, Karotten. So, schauen wir schnell. Auch die Welt muss ich erst generieren. Schauen wir nach dem Weizen mal. Ah ja, der wächst und wächst. Ich mach das hier weg. Natürlich wieder zumachen, es zieht. Jawoll. Irgendwann ist das Feld auch voll. Da und daher. Ah, das freut mich. Den und den nehmen wir noch. Oh, was? 5 sieht's gleich. Das ist Chance irgendwie, ich glaube, 5% oder so, was ich mal gelesen habe. Dass man 5 Seeds auf einmal bekommt. Scheiße, nirgends. Ah ne, das sind keine Viecher. So, hier noch ein bisschen. Da noch und da und da und da. Das war's eh schon fast. Also. Ja, das passt schon. 26 Weizen. Ach, mit denen kann man leben. Das Zuckerrohr wächst auch und gedeiht. Tun wir auch gleich. Ein bisschen vermehren. Dann geht's wieder in den Untergrund.
10 Zuckerrohr. Die polten einfach mal. Sag ihm mal zu Schafe rein, weil du machst es mit ihm und du machst es mit ihm. Das haben wir jetzt alle, sind alle glücklich. Ja. Bin hier wieder raus. Du musst mich nerven. Kaum angepflanzt, ist der Zuckerrohr schon wieder gewachsen. Der Zuckerrohr. Das Zuckerrohr. So, gehen wir schnell in der Hütte, zum Zuckerrohr ablegen. Das ist ja schwer, den Zuckerrohr. Das Zuckerrohr. Tun wir da rein. So. Weizen haben wir 18. Ah, das passt genau. Kriegen wir 9 Brote. Verrottetes Fleisch habe ich auch noch. Delikatesse. Und wieder Untergrund. Vielleicht ein bisschen größer machen. Kann man auch schön rauf runter gehen. Pilze. Ah, die brauchen noch eine Weile. So, dann ein bisschen und da ein bisschen. Das war, glaube ich, in der Sit, was ich gerade abgebaut habe. Ich hätte einen Zombie. Komm einfach mal so quer wieder hin. Ich höre ihn. Ich habe keine Rüstung. Fackel. Oh, die Spitzhacke ist gleich kaputt. Dann nehmen wir die Holzspitzhacke. Die muss auch noch weg. Zum Wegschmeißen wäre es zu schade. Ich höre den Zombie direkt vor uns. Eisen. Oh, da brauche ich Steinspitzhacke. Crafting Table haben wir hier. Vielleicht zwei Stück. Schauen wir einfach mal hier hin. Ich meine, ich brauche den ja so und den. Haben wir so. Jawohl, Eisen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisen. Jawohl. Boah, ich hätte jetzt haben wir es. Nehmen wir die Holzspitzhacke. Oh je, ich höre die Zombies. Und es ist nicht nur einer. Was seid ihr? Ein bisschen was essen, schaut nicht. Seid ihr? Egal. Kohle. Setz mir hier eine Fackel hin. Ah, kriegen wir wieder ein bisschen XP. Ah, letztens haben wir ein ziemlich großes Kohlevorkommen gefunden. Ah, das ist ja auch groß. Kohle werden wir noch genügend brauchen, um Eisen zu schmelzen oder Gold oder ja, irgendwie andere Sachen. Irgendwo sind die Zombies.
kaputt. Die Steinspitzhacke. Jawohl, geht gleich schneller. Sind die nur? Über mir, unter mir. Irgendwo. Oh, da ist wieder. Was ist das neue Gestein? War das Diorit? Schaut cool aus. Ah, ich finde die Zombies nicht. In die Richtung? Also ganz in der Nähe sein. Unter mir. Ja, das wär's. Es wird lauter. Scheiße. Ah. Puh. Das habe ich euch. Boah, sind das viele. Bestellt sich da kein Creeper zwischen die ganzen Zombies. War klar, ein Bibi-Zombie auch, wenn ich den getäuscht habe. Naja, Bibi-Zombie. Ja, komm her. Uiuiui, Level ohne Ende. Höhle. Da um die Ecke steht einer. Hier erstmal zu. Dass hier keiner mehr durchkommt. Villager-Zombie. Na komm her. Ja, noch einer, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das ist Spawner. Den braucht man den Spawner. Puh. Spawner brauche ich, den Spawner brauche ich. Ob es nicht noch irgendwo ein Zombie hier kommt. Sagen wir mal den Depp runter. Weil mit dem Spawner kann man auch die coole Sachen machen. Könnte mir hier XP-Farm bauen oder oder Zombies droppen auch. Jetzt haben wir hier gleich mal Screenshots. So, zwei.
Brot können wir brauchen, Eisen, sehr gut, Schwarzpulver vielleicht, Redstone, Eimer, Schallplatte. Die Kiste nehmen wir gleich mit. Die braucht bestimmt keiner mehr. Power Name Tag, Weizen, Pferderüstung, geil. Eimer, Eisenbahn, Sattel, Faden. Nein, kann ich nicht mitnehmen. Schmeißer weg. Feuerstein. Cool. Den nehmen wir auch mit. Genial. Hat sich die Tür schon mal gelohnt. Also hinter der Wand stehen bestimmt noch ein paar Zombies. Hallo. Guten Tag. Oh, Skelett. Autsch. Da steht noch eins. Oh, ich habe Angst. Ist noch eins, scheiße. Boah, ich will überleben, wenn es geht. Ja, die Kohle noch mit. Ah, super. Was habe ich aufgenommen? Ach, Pfeile habe ich aufgenommen. Obwohl, ich habe ja Kiste aufgenommen. Kiste, Kiste, Kiste. Tun wir schnell daher. Schnell ein bisschen Zeug zwischenlagern. Eine Spitzhacke. Geh noch weg. Oben sind noch mehr Viecher. So, immer so leicht nach rechts schauen. Die Kohle bauen wir noch ab und dann gehen wir rauf wieder an die Oberfläche. Was für ein Glück, er spawnt direkt bei uns in der Nähe. Oh, Fledermaus, erschreckt mich nicht so. Das Eisen, ich sehe Eisen. Eisen nehmen wir noch mit. Ja, Fledermaus, geh weg. Das Eisen nehmen wir noch mit. Oh. Eisen, Eisen, Eisen. Jawohl, und weg. Schnell, ganz schnell weg. Was ist er? Ups, nee, das wollte ich nicht. Wollte bleiben hier stehen. Ich würde sagen, unser Inventar ist ja gut gefüllt. Eisen, Nametag, Sattel, Pferderüstung. Also 3 und 12 sind 15 Eisen, was wir gesammelt haben. Schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Schallplatte, naja, kann man brauchen. Muss man aber nicht unbedingt haben. Da oben ist eh schon wieder Nacht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ah, ich habe schon was gehört. Machen wir schnell hier mal zu. So. Verabschiede mich jetzt mal für diese Folge und ich hoffe, ihr schaltet es dann nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Macht es gut, bis dann, ciao.